Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Assassin's Creed Syndicate, back in action von der Befreiung von London. Wir haben hier ein bisschen freigeräumt und ja, als nächstes werden wir jetzt noch kurz auch das hier machen und dann werden wir mal die Hauptmission weiterspielen. Ich will mich die ganze Zeit nur mit den Blighters beschäftigen, das ist doch auch nichts. So, irgendwann wird das ja auch langweilig. Nein, die Territorium gehen ja ganz schnell, weil ja unter meinem Level sind und das gibt auch ein bisschen Fähigkeitspunkte und Co. Gibt doch nur Vorteile für mich. Und ich werde stärker dadurch. Okay, Kopfgeldjagd wird wieder heißen. Wir müssen wahrscheinlich die Gefangenen nehmen und rausgehen und der Polizei übergeben. Ne? So, das Stück wollen wir natürlich auch haben. So. Kopfgeldjagd. Da haben wir die Ganoven. Hä? Ziel eben zurückbringen. Okay, da ist auf jeden Fall eine Kutsche. Da muss ich den auf jeden Fall rein befördern. So. Das sind hier viel zu viele Leute. Schön. Dass ihr da spazieren geht. Ach, okay, die können ja noch spazieren. Kann einem egal sein. Aber es sind echt viele. Dein Ernst? Dein Ernst? Jetzt muss ich auch der... Ah, der haut ab. Scheiße. Stirb! Lass mich jetzt mal laufen. Ja! Ich muss hin, ich muss den rammen. Lass mich hinterher. Ja, ich komme. Mein Kumpel. Na, wo bist du? Hilfe! Natürlich ist da auch die Polizei. Oh, komm rüber. Nein. Nein. Schnauze. Wow, sonst macht auch immer schnelle Kills. Der ist eh fast tot. Interessiert mich. Ach, das ist... Oh, Alter! Das interessiert mich nicht. Ich brauche die. Ich werde meine Schwester holen. Hilfe! Hilf mir! Stirb einfach. Stirb! Danke. Meine Fresse, ich hab doch mit euch gar nichts am Hut. So kann man auch hinkommen. Der holt eine Schwester. Was machst denn du? Lassen Sie mich! Ich werde meine Schwester holen! Okay. Ich bin anonym. Ich bin anonym. Ich bin anonym. Ja? Ich bin anonym. Deine Ernst. Kann ich jetzt endlich? Hey! Meine Fresse. Ja, keinen Laut. Hey! Ah, scheiße. Nimm die Kutsche. Hey! Lass mich in Ruhe. Hineinstoßen. Ich will dich. Hey, was machst du da? Hilfe, das ist eine Entführung. Nein, ist keine Entführung. Hilfe, das ist eine Entführung. Lass mich doch mal. Aber lass mich mal durch. Geht doch. Oh. Zurück. Ah, scheißegal, wie ich komme. Dein Ernst? Oh, Streckskutsche. Mach langsam. Meine Fresse, geht doch. Ihre Schwester soll ja die Gefahr.
gefährlichere sein. Nein, das bin ich. Teil weg. Kopfgeldjagd abgeschlossen. Geiler Scheiß. Jetzt kann ich endlich mich um die Mission kümmern. Okay. Na Leute. Stirbt. Schnauze. Was? Stirb. Bekämpfen. Wie ein Mann. Und zack. Gut. Ihr Nervensägen. Stirb. Und Doppelkill. Zack. Bam. So schön. Doppelkills. Das wollte ich doch nur. Ich wollte nur ein bisschen kämpfen. Es ist immer so lustig, wie die Doppelkills zustande kommen. Echt schön. Aber wegen Frachtdings ist es so unnötig. Oh, wie nervig die überall sind, obwohl es mein Gebiet ist. Kämpft mal gegen die. Ich muss mich um meine Hauptmission kümmern, ja? Meine Hauptmission. So, einmal rüber, einmal runter. So, 120 Meter. Ich muss da rein. Oder davor. Da ist eine Kiste. Die ist aber oben. Die ist oben und wir müssen dann echt auf die andere Seite. Och Mann, wieso? Auf die andere Seite gehen. Da rein. Ey, das ist doch das Doktor-Dings. Ey, das ist ja die. Die Lady mit der Lampe. Ivy besucht Lambeth, nach Jacob Dr. Allison eliminiert hat. Gut. Schauen wir mal, was von uns haben möchte. Dünn. Dünn. Zeig mal, was du willst. Miss Fry, eine schöne Überraschung. Hallo Clara. Ich wollte in Lambeth nach dem Rechten sehen, weil die Anstalt schließt. Warum bist du hier? Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier, um... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber natürlich, Miss... Laura! Ist hier ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein. Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Elliotson wird der Stadtteil mit gefälschtem Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der raren Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Miss Fry. Ivy Fry. Florence Nightingale. Sehr erfreut. Und Tempo. Wir haben wenig Zeit. Kinder. Okay, dann den Haustier, den Hausierer aufspüren. 8 Minuten. Was? So schnell müssen wir sein. Geht es auch noch nach Zeit, wie ich das gar nicht mag. Ja. Einmal bitte runter. Okay, abwärts. Abwärts. Zack. Danke. 340 Meter bis zum Ziel. Oh Mann. Einmal bitte hoch. Abwärts. Ja, Rolle, vorwärts. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich folge. Folgt einfach. Ich helfe immer. Schnauze. Du gehörst hier nicht hin. Du bist im falschen Revier.
mein Freund. So. Ach, hier sind wir ja schon wieder in dem komischen Revier. Oh Mann. Wie nervig. Ich habe doch schon alles geplättet. Wieso kommen die wieder? Wieso sterben die nicht aus? Diese blöden Leute. So, 90 Meter. 90 Meter. 70 Meter. Mach dich bereit. Schnauze. Die macht schnelle Kills. Nur Jacob, der ist so wie... Okay, den Hausierer nicht töten. Den Trank des Hausierers stehlen. Okay. Oh, Polizei. Da ist noch eine Kiste. Guck mal, Kiste. Clara wird sterben, wenn es nicht rechtzeitig erreicht. Ja, super. Okay, wie kann ich das dem stehlen? Wie? Die können kämpfen, die machen da ein bisschen Tamtam. Stehen. Bombe werfen. Stehlen? Ja, ich will auch stehlen. Geht nicht. Ah, jetzt geht's natürlich. So, jetzt wieder zurück, hä? Weil wie verbuggt das Stehlen gerade war. Voll krass. Ah, das ist nur ein normaler Mensch. Es lebt sogar noch einer. Ich glaub's ja nicht. Wir haben nur noch 4,5 Minuten. Die Kleine wird sonst sterben. Und das kann nicht gut heißen, denn dann ist das Leben vorbei. Für sie, für immer. Das kann doch nicht gut sein. Die armen Kinder vom Heim. Ja. Lauft. Lauft. Gut, dass ich ein bisschen Tamtam gemacht habe. Ich habe einen Auftrag für dich. Was soll ich denn machen? Kämpfen. Mich solltest du heute nicht ärgern. Nein, weil du ganz alleine bist. Und hinter mir laufen noch ein paar Männer. Und du... Oh. Slukig. Immer noch 400 Meter. 400 Meter, 150 Meter und 4 Minuten. Oh, schnell! Schnell! Wir müssen gleich da sein! Nein! Dann komm her! Da wirst du sterben! 70 Meter bis zum Ziel. Dann. Ich komm darüber. Mann, halt die Schnauze! Gott sei Dank ist meine Medizin voll, hä? Der Antibiotik. Den Apotheker aufspüren. Verteidigen. Und... Ah! Doppelkill, komm! Zack! Stirb! Danke. Und jetzt? Reden. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Diese Vorräte sind für Miss Nightingale. Ich will sie abholen. Sie wurden schon auf den Wagen geladen. Bitte nehmen Sie sie. Hier! Meinen Sie diesen Wagen? Oh, nein. Das war ja klar. Seien Sie vorsichtig. Einiges davon ist sehr zerbrechlich. Ich habe doch nur 3 Minuten. Hä? Nimm doch die Kutsche. Oh, ich darf jetzt nicht mal die Kutsche nehmen. Wie soll ich das in 7 Minuten schaffen? Hat auch voll Zeit gelassen. Schnell! Schnell! Ich komme da ja nirgends rum. Ich muss extra außen rumfahren auch noch. Schnell! Wir sind zwar in der Nähe von der Klinik, aber es bringt ja nicht viel.
Den Apotheker wegen in und einer Minute entführen. Oh mein Gott. Jetzt muss ich kurz hier drauf. Nein, eigentlich... Stirb! Ich hab ihn. Ja, lass mich durch. Lass mich durch. Nein, du kriegst mich nicht. Ich habe noch eine Minute. Nur noch eine Minute. Hohoho. Ich hasse Zeitdruck. Ich bin nichts Schlimmeres. Nein! Wieso hast du so einen Wendekreis? Wieso? Meine Fresse. Was? Schnell, schnell. 50 Sekunden. 50 Sekunden. 50 Sekunden. Mein Gott. Ho. Sie sind zurück. Und keinen Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es ihr? Sie wird wieder gesund. Avalon, ehrlich, die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambert steht in Ihrer Schuld. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Fry. Ja, dann haben wir das gepackt, hä? Haben wir dem kleinen Kind geholfen, so kann es laufen, hä? Unfassbar, Wirksamkeit der Medizin. Gut. So, wie viele Punkte haben wir denn jetzt eigentlich? Gang Upgrades, gibt's neue. Boah, jetzt haben wir Geld, haben wir wirklich Geld gekriegt. Pff, unglaublich. Was haben wir denn? Schalten Sie erste Gallium Upgrade? Nein, das brauche ich nicht. Können die Gang verbessern, hä? Wie wär's? Ihr Gang verfügt jetzt über Schlägerarchetypen. Schläger sind so hart, wie ihr Name es vermuten lassen. Wow. Was mache ich? Rookschläger. Kann natürlich mal echt hilfreich sein. Popularität gewinnt. Es gibt jetzt mehr Rookkutschen auf der Straße. Seien Sie in der Straße nach ihren Ausschau. 3000. Das ist halt schon krass. Die Rooks 10.000. Okay. Das ist auch natürlich. Polizei drückt bei ihren illegalen Handlungen ein Auge zu. Weitere hängende Fässer erscheinen. Lieferdienst erhalten. So, was haben wir denn noch, was günstig ist? Bierkutschen fahren durch die Stadt, überfallen oder erst können sie ihr Geld zurückzuerhalten. Okay, ja, das ist alles so. Mechaniker. Nee, das lohnt sich alles nicht wirklich. Fähigkeiten. 6 Punkte. 6 Punkte ist immer gut. Nämlich, Evis Schleichwertung verbessert sich um zusätzlich 11. Sie wird weniger schnell entdeckt und ihre Taten verursachen nur wenig Lärm. Evi kann doppelt so viel Wurf verbessern. Erstmal, die beste Fähigkeit für sie. Schleichen 3. Habe ich noch 2 Punkte. Sie allein stürzt weniger Schaden. Zack, Assassin samt Pfote. Und Level 6. Das ist geil, das ist echt geil. Dann gibt es neue Sachen. Oh, die müssen wir alle nachher durchlesen. Das können wir kurz tauschen. Jacob, wie sieht's bei dir aus? Ich habe ein bisschen eingekauft. Fähigkeiten. Hast du nur 4 Punkte? Oh, mein Freund. Jacks erfolgreich einfach bringen Gegner wesentlich schneller an den Rand des Todes. Oder? Jacob erleidet weniger Schaden. Schneller an den Rand des Todes. Kaufen. Verstümmeln 2. Der Meister. Und auch Level 6. Das ist geil. Das ist echt geil. So, Gang Upgrades, Herstellung. Upgrades. Wir können Wirksamkeit der Medizin herstellen und ausrüsten. Gut. Das ist das voll. Das ist halt zu teuer. Das ist alles so, oh, so teuer. Okay, Ausrüstung. Kann ich da was Neues herstellen? Wir sind Level 6. Neue Waffe für ihn. Gibt es eine neue Waffe für ihn? Das wäre eine super tolle neue Waffe. Bis 1, bis 1, bis 1. Kann ich denn nicht irgendwie Herstellung erwerben? Oh, herstellen.
Ah, Quarkry. Okay, 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 okay. Waffen. Ich habe jetzt gerade die hier. Ich habe mir aber gerade die hingestellt, die Level 9 benötigt. Natürlich, warum auch? Was habe ich denn den ganzen Scheiß jetzt ausgegeben? Nur damit die mich ärgern können. Ich sollte nächstes Mal hier gucken am besten, ne? Boah, wie schlecht. Naja, okay. Wir haben jetzt ein bisschen was verbessert, ein bisschen was eingekauft und ja, ich würde mal sagen, im nächsten Part geht es weiter hier bei Assassin's Creed Syndicate. Was wir tun, was wir machen werden, werden wir schauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.